So, wir sind heute Abend hier in Givisier bei Fribourg. Hier hat das letzte Spiel von der Achtelfinale vom Schweizer Cup stattgefunden zwischen SHC Givisier Fribourg und den Oberwil Rebels, amtierenden Cup-Sieger notabene. Alors, Armin, tu étais ou bien tel gardien de Fribourg, ça, c'était une soirée très dure pour toi. Ouais, bah alors avant le match, je me suis dit à 25, je suis content. On a 23, donc objectif atteint. Et puis non, c'est donné jusqu'à la fin et content de mon match aussi. Et puis merci à Oberville d'avoir joué leur jeu jusqu'à la fin, quoi. C'était super. Si tu compares maintenant un match de Premier League où vous jouez normalement, et puis aujourd'hui, quels sont les différents, les plus grands? Les plus grands, c'est vraiment la rapidité, enfin la vitesse. En trois passes, ils sont devant le but avec le but vide. Moi, c'est cool parce que je peux m'entraîner à faire des petites big saves un peu. Mais la plupart sont rentrés, mais c'est vraiment ça, la vitesse. Ouais. Et puis la précision n'est pas, surtout. Et puis justement, on n'a pas mal de big saves aujourd'hui. Ça, c'était vraiment un match fort de toi. Alors, jetzt kann ich auf Deutsch weitermachen. Wir haben die Auslosung von der Viertelfinale. Es ist nicht ganz eine unwichtige Runde, weil die sich in dieser Viertelfinalsrunde durchsetzen werden, die werden dabei sein am 18. April in Raron bei der Final Four. Wir werden gerade anfangen. Armin, toi, tu peux commencer avec le premier. Eigentlich bleibt alles im Alten. Der Heimvorteil bleibt beim Unterklassik. Was neu ist jetzt in dieser Runde ist, wenn zwei Mannschaften vom gleichen Verein aufeinander treffen, dann findet die Partie auch effektiv so statt. Ist nur im Fall von Baup ein Thema. Und mit Baup geht es gerade los. SHC Belpa 11-0-7-2 aus der ersten Liga. Sie haben ein Heimspiel. Sie haben so oder so ein Heimspiel. Sie sind das einzige Team aus der ersten Liga. Und der SHC Belpa 2 trifft daheim auf den SHC Grenchen Limpachtal. Deuxième Match, oui. Insgesamt jetzt 5 Teams aus der Nazi A, 2 aus der Nationalliga B und 1 aus der Erstliga. Es geht weiter mit den Oberwil Rebels aus der Nationalliga A. Und sie treffen daheim auf den SHC Martini, ebenfalls aus der Nationalliga A. Es geht weiter mit einem Verein aus dem Wallis, der SHC Sierra Lions. Sie werden das Cup-Finale bekanntlich austragen in Raron. Und sie müssen auswärts antreten, und zwar beim SHC Bettlach aus der Nationalliga B. Und es geht um die letzten zwei. Und es sind Torgenberg Hammers, der zweite Verein aus der Nationalliga B. Und sie werden daheim auf den SHC Belpa 11-0-7 treffen. Das Duell, das wir schon letztes Jahr hatten im Göpp, mit dem besseren Ende für Torgenberg. Ah, Tobias, Martini wird sein, allerdings daheim. Hat eigentlich der Heimvorteil. Bist du noch froh, dass du daheim antreten könnt? Ja, ist sicher besser, dass wir daheim spielen können. Vor allem die Anreise, die wir nicht haben. Und auch den Platz, den wir kennen. Dann haben wir sicher einen Vorteil in diesem Spiel. Dass der Göpp-Titel verteidigen, ich glaube, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Es wird jetzt dieses Jahr nach zwei Jahren mal so sein, dass ihr nicht vor eigenem Publikum werden können, wenn ihr euch qualifiziert, die Final Four bestreiten. Ändert das irgendetwas an der Wichtigkeit von diesem Göpp? Nein, also der ist für uns immer gleich wichtig. Und ich denke, dass Gegner immer gleich werden kommen, versuchen uns da vom Thron zu stürzen. Und wir werden da alles geben, dass wir den Titel verteidigen können. Diese Saison. Okay, sind wir gespannt. Das war von der Auslosung. Das war schon fast das letzte Spiel von diesem Jahr. Morgen haben wir noch ein paar Spiele auf den Strassehockeyplätzen in der Schweiz. Schon jetzt möchte ich aber euch im Namen von Swiss Street einen schönen Festtag wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Macht's gut.